So, wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir streamen ja jetzt quasi auf zwei Kanälen, einmal auf meinem und gleichzeitig geht das Ganze noch bei unserem oder bei meinem Gast oder ich bin zu Gast. Wir sind beides Gäste jetzt. Hallöchen erstmal und magst dich einmal ganz kurz vorstellen für die, die auf meinem Kanal sind und für die, die auf deinem Kanal sind. Ich bin der Potti, Hallöchen. Und dann gebe ich das Wort jetzt einmal ab. Ja, danke. Hallo Potti. Schön, dass wir hier sein dürfen. Ich bin der Uwe Bursig von Skellig Games. Ja, wir wollten heute mal ein paar mehr Zuschauer erreichen. Deshalb sind wir jetzt hier bei Potti und danke für die Einladung. Ja, wie kam das zustande? Irgendwie, ich glaube, ich habe euch nochmal vollgequatscht. Genau, ganz ursprünglich sind wir nochmal ins Gespräch gekommen, weil ich euch ja Churchill rüber geschickt habe. Da hat der Uwe mir eine ganz nette WhatsApp geschickt gehabt, ob ich ihm das nicht mal ausleihen möchte. Und irgendwie war das dann eine göttliche Fügung, weil ich auch mit Chris von Victoria Pater gequatscht hatte. Er sagte, Mensch, Struggle of Empire ist ein total geiles Ding. Und dann habe ich mir das direkt mal besorgt und dann haben wir überlegt, Mann, Messe müssen wir irgendwas zusammen machen. Und ich durfte es noch nicht auspacken. Der Thomas hatte mir auch nochmal geschrieben, Benny, Weihnachten ist erst am Freitag. Deswegen steht sie auch noch in Folie. Und ja, was haben wir eigentlich vor? Wir wollen jetzt quasi einmal zusammen diese wunderschöne Schachtel auspacken. Und ganz nebenbei könnt auch ihr im Chat oder auch ich werde wahrscheinlich auch das eine oder andere nervige fragen und dann einfach mal ein bisschen gucken, wie ist Galaxy so aufgestellt. Vielleicht könnt ihr so ein bisschen Feedback geben, wie die Messe für euch ist. Was man bei euch noch erwarten kann, und so weiter und so fort. Würde ich mal sagen, machen wir ganz entspannt, gucken mal, wie wir durchkommen. Hast du gerade irgendwie ein wichtiges Anliegen, was du noch loswerden möchtest? Oder du kannst ja mal vielleicht zum Einstieg, während ich so die Folie abmache, kannst du ja mal zum Einstieg sagen, wie die Messe bis jetzt für euch gelaufen ist, wie der Tag gestern so war. Also die Messe ist natürlich total anders als die letzten Jahre. Das weiß ja jeder, der jetzt hier gerade ist. Und wir sind uns auch, glaube ich, alle einig, dass anders schöner ist. Aber es geht halt nun mal nicht besser. Und da haben wir jetzt, glaube ich, alle das Beste draus gemacht. Auch der Friedrich-Merz Verlag. Vielen Dank dafür. Der gestrige Tag war total aufregend und spannend und kompliziert, weil wir alle auch mit dieser Technik noch nicht so firm sind, wie wir das gerne wären. Jeder hat da so seinen speziellen Bereich, in dem er sich total gut auskennt, außer mir. Ich musste mir einen speziellen Bereich erarbeiten. Ich mache jetzt hier so ein bisschen den Videoschnitt. Und wir machen im Moment eigentlich irgendwie alle alles und versuchen das irgendwie hinzubekommen. Und es passieren ganz viele Fehler, aber es ist auch, glaube ich, nicht schlimm, weil jeder probiert und macht und tut. Und es ist total spannend. Kann so weitergehen. Ja, ich habe gestern auch mal so ein bisschen Feedback bekommen. Ich versuche mir ja auch immer mit den Leuten im Chat mal so ein bisschen abzustimmen. Und ja, also ich glaube, das ist so typisch, ne? Ich meine, es ist jetzt zum ersten Mal, dass wir so eine Situation haben. Auch für alle Beteiligten ist das, glaube ich, ein komplettes Neuland. Und wir sind halt alles analoge Menschen. Deswegen haben wir uns ja für dieses Hobby irgendwie entschieden. Und ich glaube, die Spielseite war ja, glaube ich, erstmal ein bisschen am Hakeln am Anfang. Ich glaube, dann gab es auch diverse Livestreams. Ich hatte ja auch noch teilweise mit Tonproblemen am Camp zu kämpfen. Und ja, wie war es denn bei euch? Technik hat wenigstens alles gehalten gestern. Seid ihr mit einem trockenen Auge davongekommen? Ja, wir haben natürlich auch die ersten ein, zwei Stunden war das Problem mit den offiziellen Seiten, dass die eben gehangen haben, was jetzt aber auch nicht wirklich ein Wunder ist bei so einer Geschichte. Chapeau, dass sie das so schnell hinbekommen haben. Bei uns hat es gehalten. Wir haben durchgängigen Livestream von morgens bis abends, wobei wir jetzt aber auch nicht immer live senden, sondern wir mischen. Wir haben eben sowas wie jetzt hier. Wir haben Videos, aufgezeichnete Videos, Reviews und so weiter. Wir haben live Tabletopia, wir haben Autoren da. Und das hat soweit eigentlich alles ganz gut geklappt, erstaunlicherweise. Ich war auch ganz beruhigt, dass der Livestream bei YouTube über Nacht weitergelaufen ist mit dem Pausenbild, dass ich nicht heute Morgen die ganzen Verlinkungen ändern musste, sondern wir haben einen durchgängigen Livestream. Mal gucken, ob der bis Sonntagabend hält. Und wir hatten, das einzig Blöde war, wir sind ja Skellig Games und da gibt es ein wunderschönes Lied von Lorena McKennett. Das hatten wir als Pausenbild hinterlegt und was ich natürlich nicht wusste, ein bisschen arglos, dass der YouTube-Algorithmus das wohl dann als Urheberrechtsverletzung erkennt. Ah, okay. Und die haben unseren Livestream dann wieder gekickt nach einer halben Stunde. Das gibt irgendwie so einen Bot, der das erkennt anscheinend. Und jetzt läuft das Pausenbild halt ohne Musik. Gibt, glaube ich, Schlimmeres, ne? Aber vielleicht kannst du, Ja. das wollte ich euch immer fragen, ihr seid ja noch gar nicht so lange am Start. Wie kam das? Ich finde das mal total spannend, deswegen frage ich es immer, wie kam das überhaupt zustande? Wie haben Thomas und du euch gefunden?
wie seid ihr auf den Namen gekommen? Ihr habt ja, glaube ich, sogar einen Wikipedia-Eintrag gemacht oder sowas, habe ich irgendwas gelesen letztens noch. Gib mal so ein bisschen Hintergrundinfo. Übrigens, hallo Thomas. Thomas hat auch schon gesagt, er pöppelt in der Zeit Fallout inklusive der Erweiterung aus. Ich werde ihn dementsprechend nachher abfragen, ja, mache ich. Sehr gut, sehr gut. Also das fing erstmal ganz alleine an. Hintergrund war, dass ich auch schon immer so ein bisschen Spiele entwickelt habe, als Hobby, aber nie professionell, und dann aber gesagt habe, wäre ja schön, wenn das irgendwann mal ein Job wird. Und es ist als Spieleautor, das zum Job zu machen, ist echt schwer. Da gibt es vielleicht eine Handvoll. Und aber als Verlagsinhaber ist es vielleicht ein bisschen leichter. Und deshalb war das der Weg. Und so fing das vor mittlerweile 3 Jahren an. Verlag angemeldet. Erstes Spiel entwickelt, Concerto damals, noch alleine. Und dann kamen so nach und nach Leute dazu. Dann kam erst mein guter Kumpel Marc dazu. Der hat mir eine ganze Weile total viel geholfen, hat mich unterstützt. Und seit Anfang letzten Jahres haben wir dann angefangen, einfach Leute dazu zu holen. Alles auf Hobbybasis erstmal. Wir machen das alle nebenher. Und da war der Thomas der Erste, der sich dann eben fürs Marketing angeboten hat und das super macht, soziale Medien etc. Dann haben wir den Dominik zur Redaktion bekommen. Der ist mittlerweile leider nicht mehr dabei. Da haben wir jetzt den Joachim, der das auch total klasse macht. Wir haben die Chrisli für den Vertrieb. Und wir haben die Beate, die sich um Veranstaltungen kümmern soll, was jetzt im Moment leider nicht so geht, aber die auch jede Regel von vorne bis hinten auswendig kennt und erklärt und auch Fragen beantwortet und auch redaktionell so ein bisschen was macht. Also wir sind mittlerweile ein Team von 5 Leuten. Geil. Und anders würde das auch gar nicht mehr funktionieren. Geil. Ja, ihr seid recht relativ kurz echt gut gewachsen. Und jetzt muss ich mal erklären, ich meine, Eagle Griffin hat natürlich auch mit Vital Lacerda auch einen sehr hochkarätigen Autor an Bord, ne, arbeiten ja auch, also meiner Meinung nach ist das auch qualitativ, glaube ich, mein absoluter Favoritenverlag, weil ich die Spiele mag, das Material mag. Auch mit Ian O'Toole natürlich einen unfassbar starken Artwork-Designer. Wie kam das denn zustande, dass ihr quasi dann den Zuschlag bekommen habt, als deutscher Kooperationspartner die Eagle Griffin-Spiele zu machen? Ja, es ist uns, ich will nicht sagen in den Schoß gefallen, aber wir haben einfach zur richtigen Zeit gefragt. Das war Anfang letzten Jahres, als wir so ein bisschen auf der Suche waren nach Lizenzpartnern und ich überhaupt erstmal angefangen habe zu verstehen, wie das mit diesen ganzen Lizenzen funktioniert. Und ich habe dann kleinere Verlage angefragt, mal hier und dort, und dann irgendwann fiel mir auf, dass schon ewig The Gallerist bei mir auf der Wunschliste ganz privat stand. Und es da keine deutsche Version gab. Und dann habe ich einfach mal den Vital Lacerda im Internet ausfindig gemacht und angeschrieben. Ach, geil. Und der schrieb dann ganz freundlich zurück und sagte, ja, schön, dass du fragst, aber da kümmert sich Eagle Griffin Games drum. Und ja, der hat die Mail dann weitergeleitet. Und eine Woche später meldete sich dann der Chef von Eagle Griffin Games und sagte, du, wir haben gerade keinen deutschen Partner. Wir hatten jemanden, da sind wir nicht ganz so zufrieden gewesen. Und habt ihr denn Lust, da mal was zu machen? Mhm. Und das war gerade so die Zeit mit Escape Plan on Mars und ja, dann sind wir da so reingewachsen. Boah, da seid ihr natürlich auch direkt mit so ein paar richtigen Hochkarätern direkt durchgestartet, ne? Also muss man echt sagen, ne? Das hat uns natürlich unheimlich geholfen, das muss man ganz klar sagen. Und wir sind Eagle Griffin da auch sehr dankbar. Und wie du auch sagst, die Qualität, das sind natürlich auch preislich ziemlich dicke Brocken. Aber wer so ein Ding mal vor sich stehen gehabt hat, der sieht auch, wo der Preis herkommt. Ne? Das ist alles Double Layer und dicke Pappen und auch sehr überlegt. Und auch diese ganzen Inlays sind total gut durchgeplant. Also das ist qualitativ wirklich, wirklich top, ohne dass wir jetzt da einen Verdienst dran hätten. Deshalb kann ich das auch sagen. Aber das ist tatsächlich so, dass das wirklich mit das Beste ist qualitativ, was auf dem Markt ist. Ja. Mir ist das, ich habe gestern Abend nämlich irgendwie zwischen dem Abschlussstream und was war das nochmal, was hatten wir genau mit dem Michael Krenzle von Heidelberg. Und dann habe ich gesagt, komm, ich muss jetzt mal die Schachtel aufmachen, weil Struggle of Empires durfte ich ja noch nicht aufmachen, das machen wir jetzt gleich zusammen. Und dann habe ich Age of Steam mal aufgemacht und ich bin dahingeschmolzen, ne? Das ist alles, hat seinen Platz, alles passt genau rein. Dann waren ja noch die 3 Zusatzmaps dabei. Da ist schon Platz in der Box drin, dass du genau die 3 Zusatzmaps reinkriegst. Das ist unfassbar, wirklich. Ich habe das auch dann im Livestream nochmal rausgehört und gesagt, Leute, guckt euch das mal an, ne? Und das ist einfach wirklich stark. Aber ich habe wirklich, wenn ich jetzt mal so gucke, ich glaube, von den Lacerda-Titeln habe ich jetzt alle bis auf Vinios, weil das einfach nicht mein Thema ist, ne? Aber ansonsten steht da Lisboa, Escape Plan on Mars, Gallerist, Weather Machine bin ich auch schon total heiß drauf. Kanban habe ich ja auch bei euch schon vorbestellt. Dann habe ich ja sogar das Baseball Highlights, den Deckbilder von Eagle Griffin. Also ich bin hin und weg. Das ist einfach ein super starker Verlag, die wirklich geile Arbeit leisten. Und da habt ihr wirklich, und ihr seid ja, wie du schon sagst, wenn ihr mit Escape Plan, oh, der Peter muss mal einmal raus hier.
Peter? Der ist jetzt gar nicht von uns, also. Nee, der muss auch einmal raus. Dankeschön. Genau. Also das ist wirklich unfassbar stark. Also da seid ihr ja wirklich dann mit diesen Titeln. Also bei mir war der erste La Serra, der wirklich angekommen ist, war Escape Plan. Und hat mich sofort gecatcht. Auch wenn viele sagen, es war einer der, sag ich mal, nicht ganz so komplexeren La Serras. Aber ich finde, vor allem die Spiele sind auch so super thematisch, ne? Und auch die Mechaniken passen so unfassbar gut rein. Und ja. Und Das ist einfach eine Stärke von Vital, wenn man das sagen kann, dass er eben nicht nur einfach komplexe Spiele macht, das machen viele andere auch, sondern dass er das so thematisch löst und dass es das Thema sich eben nicht aufgesetzt anfühlt, sondern wirklich so, dass diese Mechaniken sich harmonisch aus dem Thema ergeben und dass das wirklich auch das Spielgefühl befördert und man einfach sehr tief da eintaucht in diese Spiele. Das ist einfach seine Stärke, ganz Absolut. klar. Und dann sind es Ja. natürlich auch teilweise richtig echt Brainburner einfach, ne? Die einfach, also En Mars zum Beispiel, die erste Partie, das ist, da muss halt erstmal, muss erstmal verstehen, die ganzen grauen Zellen, die Zahnräder müssen erstmal richtig ineinander wachsen, ne? Magst du mal Ja. so grundsätzlich ein bisschen was zu Struggle of Empires erzählen? Wie kam das, dass ihr Struggle of Empires lokalisiert habt? Das ist ja ein Martin Wallace-Titel, wo ich, muss ich ja auch sagen, ist auch ein hammerguter Autor, ne? Also muss ja auch sagen, jetzt ist jetzt auch bei Cosmos auch Anno erschienen, finde ich es auch ein super spannender Titel. Und wie Ja. kam die Idee, dass ihr gesagt habt, Mensch, wir wollen oder wir wollen jetzt Struggle of Empires auch nochmal machen? Weil Eagle Griffin das ja auch quasi im Reprint jetzt nochmal neu gebracht hat. Und ist das so, dass ihr die Spiele dann von Eagle Griffin auch automatisch quasi mitnimmt oder könnt ihr auch entscheiden und sagen, Mensch, da wollen wir jetzt dabei sein und wenn ja, warum? Ja, wir können das entscheiden. Tatsächlich ist es ja so, dass Eagle Griffon doch ein ganzes Stück größer ist als Gallic Games und die deshalb auch mehr Spiele machen, als wir jetzt als Verlag im Endeffekt stemmen können. Natürlich haben wir jetzt in dem Fall nicht die Entwicklungsarbeit, weil wir es ja nur lokalisieren. Aber wir wählen schon aus. Und das ist aber eigentlich auch schon die ganze Geschichte, weil wenn dann Eagle Griffon sagt, wir machen ein Reprint von Struggle of Empires, so sieht es aus. Das ist eine Deluxe-Variante, dann müssen wir da nicht lange überlegen. Ne, gerade mit der Kombination aus Autor, aus Vorgeschichte, aus Qualität, aus Illustration wieder, da sagen wir dann einfach, jo, wann kommt's denn? Ne, bis wann braucht ihr die Übersetzung? Das ist dann alles, was wir noch entscheiden müssen. Und dann übersetzen wir das, beziehungsweise lassen das übersetzen. Und ja, dann sind wir da dabei. Also das wäre jetzt blöd von uns, da nicht dabei zu sein. Und ja, Eagle Griffon macht uns das auch einfach, ne? Weil wir dann einfach sagen, ja, wollen wir oder nicht. Und die sagen dann, okay. Ja, und dann gibt es eben eine Übersetzung zu machen und dann gibt es eben irgendwelche Deadlines. Und wir machen dann auch das deutsche Fulfillment. Wenn dann der Kickstarter ist es ja meistens in dem Fall, wenn der durch ist, dann machen wir auch das Fulfillment für Deutschland oder für Deutschland, Österreich, Schweiz und für Nicht-EU-Länder und bekommen dann eben auch unsere eigenen Exemplare. Ja, so läuft das. Also relativ unspektakulär, aber wäre jetzt blöd, wenn wir es nicht gemacht hätten. Aber ihr macht ja, glaube ich, nicht nur Eagle Griffin, ne? Also, wenn ich das auch ein bisschen rausgehört habe, ihr macht ja auch oder wollt ja auch eigene Titel bringen, ne? Das tun wir ja von Anfang an. Wir haben ja angefangen mit einem eigenen Titel oder zwei, drei eigenen Titeln bis letztes Jahr. Wir haben dieses Jahr auch wieder zwei eigene Titel. Das ist einmal das Sagani von Uwe Rosenberg und das Oracle von Stefan Dorrer. Das sind eigene Titel, die wir auch teilweise ins Ausland schon lizenziert haben. Ah, cool. Und ja, dann machen wir natürlich mittlerweile auch Lizenzen abseits von Eagle Griffon. Also wir haben jetzt Insel der Katzen, das ist wahrscheinlich so das prominenteste Beispiel dieses Jahr. Das kommt ja bei uns oder ist bei uns in Deutsch. Wir haben ein Frühjahrsprogramm, wo wir mittlerweile schon einiges drin haben. Wir machen Santa Monica von IG auf Deutsch. Wir machen Cryptid von Osprey Games auf Deutsch. Und Roxley, Entschuldigung. Und wir machen Tangarden von Thundergriff, machen wir auch auf Deutsch. Das Das sind alles habe ich drei Titel, mitbekommen, ja. die im Frühjahr erscheinen. Und ja, wir haben schon zwei weitere wieder unterschrieben, die können wir jetzt noch nicht bekannt geben, aber auch Verdammt. da wird es wieder Lokalisierung geben. Dann kommt natürlich, wie gesagt, es kommt ja von Eagle Griffon auch ständig Sachen nach. Ne? Es kommt das Kanban, es kommt das Sokoko Deluxe jetzt, das Fleet. Jo. Nächstes Jahr wird es dann irgendwann hoffentlich mal Richtung Weather Machine gehen. Keine Ahnung, das ist jetzt keine Ankündigung, sondern nur eine Hoffnung. Aber Vital ist ja schwer am Testen. Mal gucken. Ja, ich habe bei mir in der WhatsApp-Gruppe und der
Der Christoph, der auch meinen Blog schreibt, der testet immer fleißig und dann kriegen wir immer Screenshots in die Gruppe, dass er wieder mit Vitala Serda irgendwo auf Tabletopia oder so am Spielen ist. Ja, der Marcel Liebreich schreibt auch, Skellig hat ja nun auch Francis Drake dabei, habe ich gar nicht gesehen, klasse. Und die Tina sagt, Cryptid ist auf jeden Fall super. Dann lass uns mal hier, ich kann, das Ding ist, ich bin ja wie so ein kleiner Junge, ne? Ich habe bestimmt die Schachtel schon ein paar Mal in der Hand gehabt und habe mir gedacht, komm, ich mache die jetzt einfach auf und dann tue ich so, als hätte ich es noch nicht gemacht. Aber das ist ja erstmal, deswegen haben wir uns ja hier so ein bisschen zusammengefunden. Und du kannst ja in der Zwischenzeit vielleicht nochmal so ein bisschen erzählen, wie ist denn so die Ausrichtung? Du hast jetzt gerade gesagt, dieses Jahr habt ihr jetzt zwei eigene Titel nochmal dabei. Ist das so das Ziel, dass ihr guckt, so jedes Jahr ein, zwei neue Titel zu haben? Oder seid ihr da relativ ambivalent oder entspannt und sagt, ja, wenn es halt mal keiner ist, ist auch nicht so schlimm? Oder versucht ihr da schon, so, sag ich mal, die Maschine ans Laufen zu kriegen, dass da so ein permanenter Lauf ist? Ja, schon. Also das ist schon unser Ziel. Wir wollen uns halt möglichst breit aufstellen und dazu gehören dann eben sowohl eigene Titel als auch Lizenzierungen, als auch die ganze EDG-Geschichte, die nochmal ein bisschen anders läuft. Das soll auch so bleiben. Also wir wollen jetzt nicht irgendwie ein reiner Lizenzierungsverlag werden oder nur eigene Dinge bringen, sondern diese Mischung macht es einfach und die gibt auch eben die Möglichkeit, alle Optionen auszuschöpfen, weil es ist auch... Bei ETG zum Beispiel haben wir das Problem, dass wir da relativ viel für bezahlen für die Spiele selber. Das ist eine Regelung, die für uns ein bisschen risikoärmer ist, die uns aber schwerer macht, das Spiel, diese Spiele an die Händler zu bringen. Und das kann man natürlich mit eigenen Spielen oder lizenzierten Spielen, kann man das viel, viel einfacher und hat viel mehr Möglichkeiten. Und diese ganze Bandbreite wollen wir auch beibehalten. Und deshalb wollen wir auch immer so jedes Jahr eins, zwei, drei, keine Ahnung, eigene Spiele machen. Werden wir auch nächstes Jahr wieder tun. Plus eben lizenzieren, was uns so vor die Hörner kommt, sag ich mal. Also wir sind alle auch Spielefreaks, wie wahrscheinlich die meisten Verlage. Und sehen auch selber, welche Spiele uns gefallen. Und da fragen wir dann halt nach, können wir das lizenzieren? Und wenn das klappt, dann machen wir das. Ja. Und diese Mischung soll auch so bleiben, definitiv. Eine Frage interessiert mich und zwar, wenn, also es gibt ja, deswegen hast du ja gerade gesagt, ne, mit eigenen Titeln, da hat man natürlich einen ganz anderen EK und da ist die Marge nochmal ganz anders. Jetzt mal keine genauen Eurozahlen, aber vielleicht mal so ungefähr, wie viel Prozent, ich sage es mal, vom Einkauf von so einem Lizenzprodukt bleiben hängen und wie ist so der Unterschied, wenn ihr da mal so ein eigenes Produkt habt? Also jetzt nicht in Euros, wir kennen auch die EK-Preise nicht etc., Klar. nur dass man ungefähr mal so ein Gefühl dafür hat, was es überhaupt bedeutet, jetzt ein Produkt zu lizenzieren und warum es eigentlich auch sinnvoller ist, eigene Produkte rauszuholen. Weil ich sage jetzt mal, der normale Spielekäufer, der hat davon keine Ahnung. Der sieht nur den Endpreis und denkt sich, boah, jetzt habe ich hier bei an Skellig Games mal, keine Ahnung, 130 € überwiesen. Aber wie viel am Ende ne, prozentual, das wissen wir ja alle mal gar nicht, ne? Also was, ich nehme jetzt mal die Eagle Griffon Sachen raus, weil das wie gesagt eine spezielle Regelung ist. Da will ich jetzt auch nichts Internes zu sagen, Ja, aber klar. das ist was Spezielles. Grundsätzlich ist es so bei lizenzierten Spielen, es kommt natürlich immer auf die Stückzahl an, das ist ganz klar, weil mit der Stückzahl steht und fällt alles. Aber wenn man den Netto-UVP nimmt, dann ist es bei einem Lizenzspiel im Bereich Faktor 3. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Spiel im Laden 50 € kostet, dann haben wir ein Netto-UVP von vielleicht 42 €. Dann muss da ein Faktor 3 drin sein. Das heißt, der Verlag zahlt 14, 15 € für das Spiel. Das ist jetzt mal nur so ein Beispiel, ne? Das ist einfach nur ein Rechenbeispiel. Das ist deshalb, weil ich natürlich an Händler verkaufen möchte. Klar ist natürlich, Verkauf an den Endkunden ist immer am lukrativsten. Das klappt aber bei den meisten Spielen nicht so gut, weil man ja auch Porto hat, weil man eben es kaufen nicht viele im Verlagsshop. Das ist auch nicht schlimm. Das heißt, man muss über die Händler und die Händler wollen natürlich auch was verdienen. Die haben ja die Miete am Hals und, und. Das heißt, die brauchen auf jeden Fall mal eine Marge. Die können nicht mehr als 60% für ein Spiel bezahlen, bei großen Stückzahlen auch mal 50%. So, und damit wir dann noch was verdienen, muss natürlich dann ein bisschen mehr noch drin sein. Das heißt, Faktor 3. Bei einem selbstproduzierten Spiel kannst du davon ausgehen, rein vom Herstellungspreis. Wenn du da nichts weiter einrechnest, brauchst du einen Faktor 4 bis 5, damit du das Gleiche erreichen kannst, weil du hast ja noch Nebenkosten. Du hast den Grafiker in der Regel, Layout, whatever. Du hast unter Umständen noch Übersetzungsgeschichten dabei. Gut, die hast du bei Lizenzierten auch. Und deshalb, und du hast halt ein anderes Risiko nochmal. Und du hast vor allen Dingen, was man auch eigentlich einrechnen müsste, was aber jetzt bei einem kleinen Verlag von den Zahlen her schwierig ist, du hast ja auch noch die ganze Redaktionsarbeit dabei.
die du jetzt bei einem lizenzierten Spiel nicht hast. Und dementsprechend brauchst du da auch einen höheren Faktor von der Marge her. Das heißt, Beispiel wäre jetzt wieder das Spiel für 50 Euro, wenn es 42 Euro kostet im Netto-UVP, dann darfst du da in der Produktion schon mal auf keinen Fall mehr als 10 Euro für ausgeben. Ja, und das ist gerade für kleine Verlage ein Problem, weil wir natürlich nicht so viel Geld haben und deshalb jetzt auch nicht 10.000 Spiele machen lassen können, sondern vielleicht auch mal nur 1.000 oder 2.000. Und dann geht der Produktionspreis ganz schnell in die Höhe. Und dann ist dieser Faktor eben wieder sehr viel schlechter. Und diesen Teufelskreis zu durchbrechen, das ist so das Schwierigste für so einen kleinen Verlag. Ich finde es auch immer total spannend. Wir haben ja auch bei uns im Podcast auch öfters mal Gäste, wo wir auch mal so über Stückzahlen sprechen. Und sag ich mal, wir leben halt immer in unserer Blase, ne? Wenn ich jetzt mit Leuten, die ich kenne, über zum Beispiel Struggle of Empires spreche, kennt das gefühlt jeder. Und die Hälfte von denen hat es auch schon gespielt und hat es. Dann denkt man so, ja, das muss doch ein Spiel sein, was keine Ahnung, wie oft verkauft worden ist. Und der Frank Heeren hat bei uns im Podcast total super Einblicke gegeben und hat halt auch gesagt, so zum Beispiel so ein Spiel wie Tapestry. Wo man eigentlich gefühlt wird, da überall drüber gesprochen, aber auch nur, weil man sich in Gruppen bewegt, die halt darüber sprechen. Das war eine Auflage von 2000, ne? Also, und man denkt sich so, boah, das waren Riesenauflagen. Ganz kurz, ich hole mir jetzt das, während ich hier das Material mal raushole. Der Marcel hat geschrieben, das ist vielleicht mal ein kleiner Hint. Er sagt, ihr sollt unbedingt War Chest bringen. So, das ist ein Wunsch von ihm. Und was er fragt, eine Frage an dich, und zwar habt ihr eure eigenen Autoren und Redakteure, die quasi sich um das Regelwerk kümmern, oder source ihr das out an irgendwelche Freelancer? Also zu War Chest, das ist auch von IG. Genau. Insofern sowas kann man nie ausschließen. Wir haben ein gutes Verhältnis zu denen und haben immer mal wieder was wir überlegen. Zu den Autoren und Redakteuren, das ist eine bunte Mischung. Also wir haben den Joachim und die Beate, die bei uns die Redaktion machen, die sind quasi im Haus, die gehören fest zu Skellig. Autoren selber haben wir keine festen, sondern Autoren sind eigentlich bei uns immer extern. Gut, die ersten zwei Spiele, die ich gemacht habe, mal ausgenommen, aber das war ja mehr so eine Startgeschichte. Also Autoren kommen in der Regel von außen, entweder kommen die auf uns zu oder wir sprechen die an, also zum Beispiel den Uwe Rosenberg mit Zagani, den haben wir angesprochen. Alles andere, was so passiert, ist eine bunte Mischung. Also Übersetzungen haben wir am Anfang selber gemacht, mittlerweile sourcen wir das aus. Vieles davon macht die Lisa für uns sehr gut und schon eine ganze Weile, auch Insel der Katzen zum Beispiel. Was wir auch mittlerweile outsourcen, sind Layout-Sachen. Das heißt, wenn so eine ausländische Regel übersetzt wird, dann reicht es ja nicht, dass man den Text übersetzt. Das ist die eine Leistung, die gebracht werden muss. Aber die zweite ist ja, dass dieser deutsche Text auch in das Layout der Originaleinleitung eingebaut werden muss. Was manchmal gar nicht so leicht ist, weil deutsche Sätze eigentlich immer länger sind als englische Sätze. Und dann gibt es immer ein Platzproblem. Und das sind ja auch Sachen, die man können muss. Ja, Ja, und ja. eine Zeit lang hat das mal unser Dominik gemacht, aber das ist wirklich sehr aufwendig und deshalb sourcen wir das mittlerweile auch gerne mal aus. Grafiker gilt das Gleiche, das können wir einfach gar nicht. Ne? Das sollen Leute machen, die da ein Talent für haben. Das ist wunderbar. Aber wir sind halt auch nur ein kleines Team und vor allen Dingen, ich hatte es ja schon gesagt, wir machen das alle nebenher und dementsprechend haben wir jetzt auch nicht beliebig viel Zeit. Muss man es eben outsourcen. Aber wie ist das denn? Jetzt hast du gerade gesagt, ihr habt den Uwe Rosenberg zum Beispiel angesprochen, hier wegen Sagani. Ist das so? Hat man so die Telefonnummern von den Autoren irgendwie im Handy und dann ruft man: Mensch, Uwe, sag mal, wir haben irgendwie Bock, ein neues Spiel rauszubringen. Hast du gerade durch Zufall was oder wie läuft das? Ja, irgendwann läuft das wahrscheinlich so, wenn man die Leute zum ersten Mal anspricht, das ist natürlich ein bisschen anders. Du wirst es auch wissen. Das ist ja in der Spieleszene so, dass es jetzt keine. Es gibt zwar heimliche Stars, aber die benehmen sich alle eigentlich nicht wie Stars. Das heißt, die sind alle ganz normal, die kann man alle ganz normal ansprechen. Man muss halt nur die Gelegenheit dazu haben. Und beim Uwe Rosenberg war es so, dass wir den letztes Jahr in Bielefeld auf der Spielewelt kennengelernt haben, also Spielewochenende in Bielefeld, was ja so ein bisschen sein Heimspiel ist, da er ja in Gütersloh wohnt. Und dann habe ich ihn einfach mal angequatscht, ne? Und wer ihn kennt, weiß, dass er sowieso auch ein Herz für kleine Verlage hat. Und ich habe ihm dann schon mal gesagt, du, wenn wir mal Bock haben auf ein Spiel, darf ich dich ansprechen? Sagt er, ja klar. Und das habe ich dann wenig später getan. Dann haben wir ihn mal besucht, dann hat er uns Spieleprototypen gezeigt. Dann bin ich ein bisschen neidisch geworden, weil will jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber er hatte, glaube ich, sechs Spiele an dem Tag, die er uns gezeigt hat. Die hätte man alle vom Fleck weg veröffentlichen können. Also da war eigentlich nicht mehr viel zu machen an den Spielen. Die waren einfach schon fertig. Und ja, wir haben uns dann am Ende für eins entschieden. Das ist das Sagani.
Und ja, ist, glaube ich, ganz gut geworden. Ansonsten ist das eine Mischung. Autoren kommen auf uns zu, ich spreche oder wir sprechen Autoren an, wenn wir mal gerne was machen wollen. Dann klappt das mal, mal klappt das nicht. Aber es ist, die Wege sind eigentlich relativ kurz und unkompliziert und nett auch immer. Und das finde ich auch, also allgemein dieser ganzen Szene, sage ich mal, ne, die Leute sind alle total cool miteinander, sind alle entspannt, ne, das finde ich echt super. Du kannst ja Ja. gleich vielleicht noch was zu Sagani erzählen, aber ich muss jetzt mal, wir wollten ja eigentlich ein Unboxing machen, jetzt sind wir schon die ganze Zeit hier nur am Quatschen. Ja. Also die Anleitung habe ich schon mal durchgeblättert, finde ich auf jeden Fall schon mal recht gut geschrieben, ist aber alles auch sehr, sehr detailliert aufgeschrieben, ne, mit den passenden Ja. Illustrationen. Ich finde sowas immer recht wichtig, weil ich habe lieber. Das ist ja immer so eine Krux, wenn du manchen Leuten erzählst, Mensch, das Spiel hat zum Beispiel, also wir haben jetzt hier bei Struggle of Empires insgesamt 27 Seiten. Da zieht man natürlich noch Einleitungen, ein bisschen Flufftext, Material, Aufbau und so ab, dann landest du vielleicht bei 20. Wenn du das so normalen Leuten erzählst, sagen 20 Seiten Regeln, auf gar keinen Fall, ne? Aber ich habe lieber 20 Seiten, ich habe nämlich heute im Frühstückstream auch schon drüber gesprochen, als eine Anleitung, die nur 5 hat. Wo dann aber die ganze Zeit irgendwelche Fragen auftauchen. Ne? Dann habe ich es lieber hier, dass alles vernünftig beschrieben ist, dass die einzelnen Karten, die einzelnen Token, dass die Ja. Bewegungen vernünftig beschrieben werden, weil dann, und das ist ja auch wieder so ein Thema, das Regelwerk ist ja auf Englisch, und dann finde ich, macht auch ein englisches Regelwerk überhaupt kein Problem, weil es dann so kleinschrittig beschrieben ist, dass du es halt auch verstehst. Ne? Regelwerk gefällt mir schon mal sehr gut und ich muss auch sagen, das ist ja auch was. Da merkt man noch immer so den Sprung von damals zu heute, sage ich jetzt mal. Das Artwork gefällt mir halt auch richtig gut, ne? So ein bisschen dieses Düstere Ja. mit diesem brennenden Schiff hier und sowas, ne? Ja. Das alte, das war ja wieder so ein bisschen, da war das Schiff, glaube ich, bei Tag und das war alles so hell und sowas, ne? Gefällt mir schon mal besser. Und dann, was man direkt mal wieder zeigen muss, aber das ist halt Eagle Griffin, diese dicken Cardboards wieder, ne? Das ist unfassbar gut. Und da gibt es immer viele Leute, die sagen mal so, ja, aber ist so teuer. Ja gut, aber so ein Ding bricht dir halt mal nicht eben auseinander. Ne? So, ich halte es Das dann ist mal so ein halt, bisschen das ist weg. eine Grundsatzentscheidung, ne? Ich meine, wenn das ist einfach teuer, weil man diese Qualität bekommt. Wenn man auf diese Qualität nicht so Wert legt, dann ist das natürlich auch okay, wenn man den Preis zu hoch findet. Wie du sagst, die Länge der Anleitung, ich finde, das ist auch einfach ein Kennzeichen dafür, was es für eine Art von Spiel ist, muss man ganz klar sagen. Das ist halt eben kein Familienspiel, sondern mal mindestens ein Kennerspiel, an der Grenze zum Expertenspiel, würde ich sagen. Zur Anleitung Englisch, ja, das haben wir verbockt. Es wird eine deutsche Anleitung geben, die ist auch fast fertig. Die hätte vor 2 Monaten schon fertig werden sollen. Wir haben es einfach verschlafen, ganz ehrlich, bei den ganzen Projekten. Die geht auch an alle, die das Spiel schon gekauft haben, geht die kostenlos raus anschließend. Das haben wir schon gesagt. Und ja, es ist eine gute Anleitung, definitiv, aber es ist halt auch wirklich ein komplexes Spiel. Das muss, kann man auch nicht verheimlichen. Aber halt auch ein komplexes Spiel und das finde ich auch wichtig. Ich bin ja, habe das auch jetzt gestern schon mal gesagt, wer mich schon eine Menge Geld gekostet hat, war der Chris Sinatschke von Victoria Pater. Und er mag das Spiel, ja. Und er vor allem, was ich cool finde, und ich suche auch immer solche Spiele, er hat halt auch gesagt, das Spiel funktioniert halt auch super in Vollbesetzung. Ne? Also du kannst es wirklich mit 7 Leuten spielen und es geht richtig gut runter. Ne? Definitiv. Jetzt hast du gerade noch irgendwas Spannendes gesagt, wo ich nochmal drauf eingehen wollte. Ach so, mit der Anleitung. Sag einfach, das war Corona. Das ist momentan die Ja, Kernaussage. das haben wir auch durchaus schon mal vorgeschoben, glaube ich, als erstes. Also, wir Okay, haben es gut. einfach vergessen. Dann haben wir hier auf jeden Fall die Playerboards. Ne? Auf der Rückseite ist einmal noch mal, ist sogar das Board-Setup nochmal beschrieben. Wie alles, ne, alle wichtigen Punkte. Und Ja. hier sind die ganzen Regionsmarker nochmal abgebildet. Und dann haben wir hier die einzelnen Nationen. Ne? Hier haben wir Spanien zum Beispiel, ne? Dass wir hier auf der einen Seite haben wir im Prinzip einmal den Rundenablauf nochmal erklärt. Auf der Rückseite sind sogar noch die Variantenregeln mit drauf. Und halt auch hier super, super dickes Material. Also mich catcht man mit sowas immer. Gutes Material und vor allem, was bei den Spielen ja auch immer ist, sind diese Organizer von drin. Das finde ich immer mega gut. Ja, das können sie echt super. Also Respekt. So, ja, ich sag einfach mal, das könnt ihr super, weil ihr kümmert euch ja auch um so ein paar Sachen. Ne? So, hier haben wir einmal das dicke, fette Natürlich. Board. Damit kannst du auch eine Leiche einwickeln, wenn du willst. So, Ja. verdeckt mich einmal komplett. Finde ich auch richtig gut. Hast du, Wäre bei mir schon knapper, vermutlich. ja, oh, ich habe auch zugenommen. Oh, so. Sag mal, hast du warst, Corona. ja, alles Corona, so sieht es nämlich aus. Wir schieben das einfach auf Corona.
Ich habe tatsächlich das alte Spiel nie gesehen. Hat sich vom Board-Design etc. auch noch mal viel verändert? Ich sag mal ganz klar, vielleicht, ja. Das Eindeutig, haben wir jein. den Zuschauern noch nicht gesagt. Das hat schon einen Grund, warum ich hier mit irgendwelchen anderen Themen dich zulabere, weil ich nämlich von dem Spiel selber gar nicht so viel Ahnung habe, wie ich müsste. Bin ich vor lauter Projekten noch nicht zugekommen. Also zu Regeldetails verweise ich an meine Kollegen, die das deutlich besser können Aber als dann ich. alle, die Bock auf Regeln haben, kommen einfach zu euch auf den Discord-Server und können dann Ja, da ganz, ganz ja. viele Fragen stellen. Definitiv. Jule hat geschrieben, das Material sieht hervorragend aus. Definitiv. Definitiv. Sieht nicht nur aus, ist es Ja. auch. Hier haben wir auch wieder. Das ist tatsächlich ganz geil. Das ist in total vielen. Also, das sind jetzt sogar so Samtbeutel, ne? In den meisten Eagle Griffin-Spielen oder auch die Last Helder-Titel, ich habe, sind das meistens so aus so einem Filzstoff, ne? Und hier haben wir jetzt so Samt, Seide, so vom Gefühl. Also, es wird keine Seide sein, sonst wären wahrscheinlich die Beutel anscheinend 100 Euro, ne? Aber auch hier schon mal richtig cool. So, ansonsten, das muss auf jeden Fall auch schon mal gezeigt werden. Hier seht ihr wieder auch das, wie man es eigentlich zu erwarten hatte. Mega guten Organizer, alles hat seinen Platz, alles passt irgendwo rein. Das sind so, ich hasse das immer und das tut mir leid, dass ich das sage. Aber weißt du, wer die katastrophalsten Inlays überhaupt in seinen Spielen ausliefert? Und es brennt mir im Herzen, weil ich die Spiele alle sehr gerne mag. Fantasy Flight. Da hast du eine Riesenschachtel und die Schachtel ist zu drei Viertel nur mit Luft, weil du diese Holz, diese Pappdinger da drin hast, ne? Und da passt immer, sobald du es ausgepöppelt hast, passt nichts mehr rein. Das ist aber auch echt wieder so ein typisches Problem, was man auch als kleiner Verlag hat, ne? Wenn du diese Plastik-Inlays, die du da jetzt siehst, ne, die brauchst du bei einer Tausender-Auflage, brauchst du da gar nicht mit anfangen, ne? Da lachen die dich aus. Da musst du mal mindestens 10.000 Stück produzieren, damit sich das preislich noch irgendwie rechnet. Echt jetzt? Und das ist natürlich bei so einem, Krass. ja, das ist echt scheiß teuer, weil da musst du ja erstmal einen Entwicklungsprozess durchlaufen, dann muss das ja auch geplant werden in der Zeichnung, etc., etc. Und dann ist allgemein Plastikspritzguss bei kleinen Auflagen nicht zu bezahlen. Das ist auch mit ein Grund dafür, warum kleine Spiele öfters Holzteile haben als große Spiele oder Spiele mit großen Auflagen. Weil bei kleinen Auflagen Holz deutlich günstiger ist als selbst konditionierte Plastikteile. Das geht gar nicht. Krass, hätte ich jetzt auch gar nicht so gedacht. Davon Also, mal abgesehen, dass Holz natürlich geiler ist, ne, aber. ja. Aber das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. So, normalerweise glaubt man, okay, das ist hier wahrscheinlich irgendwie in so einer Massenpresse irgendwie und dann drücken die auf den Knopf und dann wird das da irgendwie gepresst und Feierabend, ne? Die Tina fragt, ob wir noch generell was über das Spiel erzählen können. Den Elevator-Pitch sozusagen. Ob du so ein Ja, mach doch paar. mal. Ich. Jetzt bin ich hier, dafür habe ich dich doch extra eingeladen. Das hättest du mir mal sagen müssen. Ja, das haben wir jetzt beide. Nein, es ist im Prinzip, es ist ein Spiel, wo Nationen im Wettstreit im, ich glaube, 18. Jahrhundert sich befinden und auf verschiedenen Ebenen miteinander konkurrieren, also sowohl auf der militärischen als auch auf der wirtschaftlichen Ebene. Und einfach so ein bisschen das Gefühl des 18. Jahrhunderts nachempfunden werden soll, wie das damals so mit den Nationen ist. Es gibt auch zum Beispiel Kolonialaspekte, die aber jetzt nicht verharmlost werden. Es ist einfach so ein bisschen Wettstreit der Nationen in der Welt vor 200 Jahren und das einfach grandios umgesetzt mit vielen Details, die aber eben nicht überladen sind, sondern das Spielgefühl ganz gut transportieren. Ich habe jetzt gerade auch So könnte man es noch mal kurz zusammenfassen. die Anleitung hier auch noch mal aufgeschlagen, einfach damit man hier noch mal kann ich ja sonst einfach mal ein bisschen was noch mal zu erzählen. Also spielt halt im 18. Jahrhundert, ne, wo es halt so um dieses Erkunden ging auf See und so weiter durch die Gegend, wie du schon gesagt hast, Kolonisation. Und genau, man entscheidet im Prinzip, ob man entweder Europa erweitert oder ob man eben die Kolonien in Amerika, Afrika und so weiter und so entdeckt. Und ja, das Spiel im Prinzip, also so steht es auch jetzt hier nochmal drin, das Spiel geht im Prinzip über drei große Kriege und jeder dauert 5 bis 6 Runden und das hängt so von der Anzahl der Spieler ungefähr ab. Und jeder Krieg beginnt halt mit so einer Formation von zwei großen Allianzen, die man irgendwie bildet. Und genau. Und dann jeder Spieler hat zwei Aktionen und ganz viele freie Aktionen. Und so versucht man dann halt seinen Einfluss auf der Welt zu mehren, zu erkunden und so weiter. Genau. Dann, was ich auch immer geil finde, um es jetzt einfach nochmal zu zeigen, bestimmt auch immer so Custom Dice, finde ich auch mal richtig geil.
Tina, bestimmte wesentliche Mechaniken, was macht das Spiel für euch besonders? Also, was das Spiel auf jeden Fall schon mal wirklich besonders macht, und das ist auch, glaube ich, das, was der Chris von Victoria Pater auch gesagt hat, was ihm auch so gefällt, ist eben die Tatsache, dass es ein recht komplexes Spiel ist, ein relativ großes Spiel, was aber wirklich in einer großen Spielerzahl funktioniert. Sowohl, also er sagt tatsächlich, dass man es eigentlich mit wenig Spielern. Funktioniert es zwar, aber er sagt, wenn man richtig Bock hat auf das Spiel, wenn man es richtig erleben will, dann sollte man, glaube ich, auch nicht in kleinen Spielerzahlen spielen sogar. Und das finde ich ist schon mal ein relativ besonderes Merkmal für so ein Spiel, ne? Dass man eben wirklich mit einer großen Spielerzahl so ein recht komplexes, episches Spiel dann auch erleben kann, ne? Ich glaube, warte, ich gucke jetzt mal eben drauf nochmal, das hatte ich nämlich noch Das nicht ist getan. glaube ich, dieses Gefühl einfach, was entsteht, wenn man, wenn man mit vielen Spielern spielt, diese Enge, die quasi die Welt, in der man spielt, die Welt ist ja quasi das Spielbrett, dass die sich dann tatsächlich auch so eng anfühlt, wie das damals war, dass man eben um die Ressourcen der Welt, sei es jetzt um Ländereien oder wirtschaftliche Dinge, Geld, wie auch immer, konkurriert, aber mit sehr vielen anderen Nationen und diese Enge auf der Welt einfach spürt, die damals so zu diesen Mechanismen beigetragen hat. Also auch wieder eine sehr thematische Geschichte Ja. eigentlich. Ja, und Kernmechanik, da geht es ja im Prinzip darum, dass sich die Mehrheiten auf diesen, es gibt ja hier diese ganzen Teile, die hier quasi auch ausliegen, diese ganzen Teile, und da geht es ja darauf, dass ich halt über die Mehrheit auf diesen Teilen halt dann auch den Einfluss darüber erhalte und kann dann darüber halt auch ja, bestimmte Aktionen etc. noch freischalten. Und das ist auch hier, ich habe gerade nochmal reingeguckt, die Kernmechaniken, die halt auch hier jetzt über. Oh, da ist wieder jemand im Chat rein. Direkt wieder raus, bitte. Einmal raus. Deswegen mache ich ganz gerne über Zoom. Genau, hier steht es also erstmal diese Allianzbildung. Sowas kennt man ja zum Beispiel auch aus Rising Sun. Da gibt es ja auch immer so diese Verhandlungsphase, wo sie dann immer zwei Leute sich bilden, und ist ja hier auch so, dass diese Allianzen erstmal gebildet werden. Und ansonsten, klar, das, was ich gerade schon gesagt habe, ne, diese Mehrheitensystem quasi, Mehrheitenmechanik, Einfluss etc., Auction, Bidding, also Dice Rolling. Genau, und Dice Rolling, das ist das, was ich gerade nochmal hatte hier mit den Würfeln. Finde ich schon mal sehr cool, packe ich schon mal rein. So, und jetzt, und das ist auch wieder so, da stehe ich auch mega drauf allgemein bei Eagle Griffin. Diese Meeples, diese Custom Meeples sehen halt immer mega Ja. geil aus, ne? Also auch jetzt hier, also ihr müsst jetzt mal, ich guck mal, wie nah ich an die Kamera reinkomme. Das Ding ist so ungefähr so groß wie mein Fingernagel, aber das ist irgendwie so ein, wie nennt man die Leute, diesen Kolonialisierungstyp, keine Ahnung, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Entdecker oder so, ich weiß es nicht. Und selbst die sind irgendwie farblich von beiden Seiten unterschiedlich gefärbt, weil auf der einen Seite hat er quasi eine Knarre in der Hand und auf der anderen Seite dann der Rücken. Ja, Tina, ich hoffe, das hat dir geholfen, dass du da jetzt zumindest ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen konntest, was das Spiel so ausmacht. Wie gesagt, also ich glaube, was halt wirklich spannend auch ist, ist gerade so dieses, ne, wenn du mit 7 Leuten spielst und dass sich dann diese großen Allianzen bilden, und das ja quasi in diesen drei Kriegen immer unterschiedlich, ne? Also es kann sich ja in der zweiten Runde eine ganz andere Formation bilden als in der ersten Runde, und so verlaufen die Spielrunden ja auch immer anders, weil du ja dann immer wieder umdenkst und jetzt wieder andere Leute, mit denen du quasi in dem Moment kollaborierst und sowas, ne? Ich glaube, das ist auch so ein Ding, was das Spiel wirklich spannend macht, ne? Und deswegen verstehe ich auch, warum der Chris sagt, das sind die großen Spielrunden, weil dann wird es natürlich, hast du natürlich auch ordentlich Zunder am Tisch, ne? So So. Spiele leben natürlich von der großen Anzahl. Das ist wie Diplomacy früher, dass man einfach quasi sich mit Leuten zusammentun kann, aber auch alle Allianzen wieder brechen kann und einfach Ja. so ein bisschen auch gegeneinander agiert. Wer das mag Und vor in allem dem das. Spiel. Das Coole finde ich halt auch, dass man dann nicht so eine geringe Downtime hat, ne? Also das ist ja auch mal so ein Ding. Ja. Downtime ist heutzutage ein ganz großes Thema. Und dadurch, dass du dann halt permanent auch mal guckst, was passiert gerade, ne? Dann ja, finde ich das auch nochmal spannend. So, jetzt ist der Chat einmal ein bisschen weiter gerutscht. Bla bla bla. Vor allem die Kleinen seinen Vorsätzen treu bleiben in Bezug auf Wirtschaftlichkeit. Ach so, genau. Wie sich das bei einem kleineren Verlag verhält. Also ob man irgendwie eine Ausrichtung hat, die man auch beibehält, oder ob sich das halt ändert, wenn man jetzt merkt, okay, wir können jetzt mit was anderem mehr Geld verdienen, dass man dann irgendwie die Linie mal switcht. Das ist eine Frage. Ich lese jetzt mal kurz, er hat noch ein bisschen mehr geschrieben. Also würdet ihr eher ein Spiel ins Programm nehmen, wo ihr wisst, da verdient ihr nichts dran, aber das Spiel ist so gut, da muss man es
auf Deutsch auf den Markt bringen. Oder wenn ihr wisst, das Spiel ist eher Mist, hat er in Klammern Monopoly geschrieben, aber verkauft sich wie Butter. Wie ist da der Entscheidungsprozess? Also grundsätzlich ist es schön, wenn man als Verlag die in der Lage ist, beides machen zu können. Monopoly ist jetzt natürlich ein krasses Beispiel, aber wenn ich jetzt ein Spiel wirklich Mist finde, dann traue ich mir schon so einen Massengeschmack zu, dass ich sage, das verkauft sich dann wahrscheinlich auch nicht so dolle. Die meisten Spiele, die sich gut verkaufen, die finde ich auch nicht schlecht. Insofern habe ich, glaube ich, da auch so ein bisschen Massengeschmack, was ja nicht verkehrt ist. Aber ich weiß ja, was er meint. Grundsätzlich ist es so, dass man natürlich als Verlag auch leben muss. Klar, das macht sonst keinen Sinn. Nur Spiele auf den Markt bringen, die sich nicht verkaufen, das wird auf Dauer nicht funktionieren. Wir haben eben im Moment noch den riesen Vorteil, dass wir es alle nebenher machen. Das heißt, wir müssen nicht von diesem Verlag leben und wir haben den Luxus, dass wir auch das, was wir verdienen, wieder neu investieren können. Das gibt natürlich deutlich mehr Spielraum als jetzt bei anderen Verlagen. Aber ich möchte mir als Verlag, wenn das geht, auch immer die Freiheit nehmen können, Herzensprojekte, nenne ich das jetzt mal, zu verwirklichen. Also zu sagen, ich glaube an dieses Spiel, ich finde dieses Spiel so großartig, auch wenn vielleicht absehbar ist, dass das nicht der Mega-Seller wird. Das muss auch drin sein. Und in die Lage zu kommen, dass wir da beides machen können, das wäre ideal. Ich habe mal mit einem anderen Verlagsinhaber gesprochen. Ich frage die Jungs ja auch immer und die Mädels, um was zu lernen. Und er hat gesagt, wir machen 10 Spiele im Jahr und 8 davon sind Verrecker und 1 läuft so okay und 1 ist dann der Megaseller. Und von diesem Megaseller leben wir und das gleicht den Rest aus. Und so sollte es laufen. Und dann habe ich ihn gefragt, wie erkennst du den Megaseller? Sagt er, keine Ahnung. Das geht oft einfach gar nicht. Ja, das fand ich sehr beeindruckend. Und ja, so ist es dann halt auch. Man muss möglichst in die Lage kommen, genug machen zu können, damit man eben auch mal Fehler machen kann oder damit man eben auch mal Spiele machen kann oder sich leisten kann, wo es eben nicht so sicher ist, dass die sich dolle verkaufen. Ja. Jetzt einfach mal nur aus Neugierde, was ist momentan euer Zugpferd? Jeder Verlag hat ja immer so 1, 2 Zugpferde, wo man sagt, die sind so wirklich over the top bei uns. Ja, im Moment überrennt uns natürlich jeder mit Insel der Katzen. Das war so ein bisschen mit Ansage, wir haben das gehofft, aber es ist dann doch sehr heftig. Es ist jetzt seit 1, 2 Wochen ausgeliefert und ich kann es nicht absehen, aber ich kann mir vorstellen, dass es in wenigen Wochen ausverkauft ist. Das war keine kleine Auflage und das ist unser Zugpferd. Ich hoffe, dass sich Sagani auch dahin entwickelt, das neue Uwe Rosenberg-Spiel, das ist ein absoluter Kracher, also es ist wirklich ein extrem geiles Spiel und wir haben auch bei der Grafik ein bisschen mehr ausgegeben und gesagt, das wollen wir besonders toll haben. Und das sind so die beiden, wo ich mir das vorstellen könnte. Was mit den Frühjahrsneuheiten passiert, müssen wir gucken. Das sind ja auch alles keine unbekannten Spiele, ne? Santa Monica, Cryptid, Tangarden. Da haben wir auch die Hoffnung, dass das eine oder andere da ein bisschen durch die Decke geht noch. Magst du noch was zu Sagani erzählen? Du hast jetzt schon ein paar Mal durch die Blume gesagt, dass du ein großer Sagani-Fan bist. Ist dir das aufgefallen? Ist mir so am Rande aufgefallen. Magst du noch was erzählen, während ich mir das Material ein bisschen angucke? Sehr gerne. Während du auspackst, das dauert ja bei dem Spiel ein bisschen. Ja. Sagani ist, wie gesagt, das neue Uwe Rosenberg-Spiel. Nicht das einzige auf dem Markt, aber eins seiner neuen Spiele, das eben jetzt hier bei uns kommt. Und es ist ein Plättchenlegespiel. Und die Geschichte dahinter ist, dass wir Naturgeister haben in einem Wald. Und diese Naturgeister sind auf der Suche nach Harmonie. Und die kann man eben als Auslegender der Plättchen wiederherstellen, indem man in bestimmten Richtungen bestimmte Farben von Naturgeistern auslegt. Es gibt dann die klassischen Feuer, Luft, Wasser und Erdgeister, wunderschön illustriert von Lukas Siegmann. Und damit dann Punkte macht. Typisches Uwe Rosenberg-Spiel. Wir sind der Meinung, es hat so genau die richtige Menge an Komplexität oder eben auch nicht. Es ist eigentlich ein Familienspiel. Es ist in unter 5 Minuten erklärt. Aber es ist taktisch durchaus eine Herausforderung, so dass es eben auch unserer Meinung nach für Kennerspieler geeignet ist, also querbeet. Demnächst bei uns müsste in 1 bis 2 Wochen müsste es eigentlich da sein und dann können wir es auch ausliefern. Kann man bei euch jetzt aber auch schon vorbestellen, glaube ich, ne? Ja, kann man schon eine Weile vorbestellen. Ist wie gesagt im Druck, wird in Deutschland hergestellt bei Ass und ist jetzt auch wirklich in den letzten Zügen
im positiven Sinne. Cool. Ja, genau, weil die Jule hat nämlich gerade gefragt, ob wir schon über Sagani gesprochen haben. Worum geht's? Ich hoffe, haben wir jetzt genau dann in die Kerbe geschnitten. Also, wir haben vorher noch nicht drüber gesprochen. Ich packe hier fleißig aus. Wir haben ja zum Beispiel jetzt hier auch die ganzen kleinen Holzmarker, die ganzen Wappen. Auch die sind alle einzeln bedruckt, alles aus Holz. Ich packe immer so von jeder Art immer so eins. Also, hier seht ihr dann auch für die einzelnen Spielerfarben die einzelnen Wappen, die wirklich alle specialmäßig noch bedruckt sind. Was ist jetzt noch so ein bisschen zu erwarten bei euch? Also unabhängig jetzt von Sagani, gibt es schon so ein paar Sachen, wo ihr sagt, wo ihr schon dran seid oder wo ihr schon ein Auge drauf geworfen habt, außer vielleicht Churchill, das wäre ja mein Wunsch, dass ihr das noch bringt für die Leute draußen. Habt ihr schon gespielt jetzt übrigens? Nein. Okay, gut. Ich bin gespannt. Ansonsten kreist nämlich der Hammer. Hier ist nämlich so ein dicker, fetter Hammer dabei. Geil. Ja, zu Recht, zu Recht. Also es ist ganz furchtbar im Moment, aber ich bitte da so ein bisschen um Abbitte, weil ja auch die Spiel vorzubereiten war, das kennst du ja auch. Alles gut, ich bin auch eher versunken in Arbeit. Ja, insofern. Ja, das ist wie gesagt, wir haben zwei lizenzierte Spiele noch mittlerweile unterschrieben. Das werden wir auch demnächst bekannt geben. Sind auch jetzt keine ganz unbekannten Spiele, die dann Richtung Sommer vielleicht rauskommen. Und wir sind dran, dass wir mal mindestens zwei eigene Spiele für den nächsten Herbst haben. Also für die dann hoffentlich wieder stattfindende richtige Spielmesse in Essen, wie auch immer. Auf jeden Fall auf diesen Termin hin. Das sind so unsere Ziele. Ansonsten bei Eagle Griffon nehmen wir natürlich alles, was kommt. Also zumindest das, worauf wir Bock haben. Nächstes Jahr kommt ja Mercado de Lisboa dann, der kleine Lacerda mal, ein kleiner Lacerda, abgespeckt und auch für Familienspieler geeignet. Sehr schönes Spiel. Der Kickstarter lief jetzt vor kurzem. Da sind wir natürlich dabei. Dann gibt es ein paar Reprints. Wir haben heute schon angekündigt, En Masse kommt dann endlich wieder auch Ah, sehr geil. Januar, Februar. Mal gucken, je nachdem, wie schnell es in China aufs Schiff fällt. Wieder komplett in Deutsch, in der Deluxe-Version. Deluxe heißt in dem Fall einfach, dass das Upgrade-Pack, was bisher bei der Retail-Version separat war, dass das dann mit dabei ist. Es wird noch ein paar andere Reprints geben von Lacerda-Titeln, die jetzt gerade aus sind. Da haben wir jetzt noch keinen festen Termin, deshalb sagen wir da noch nichts zu, aber die kommen alle wieder. Das ist sicher. Schön, sehr schön, sehr schön. Was die Kollegen dort sonst noch vorhaben, werden wir sehen. Ja. Wir sind gespannt, aber die sind sehr rührig und da kommt sicherlich noch einiges Geiles. Und ja, ansonsten gucken wir uns weiter um, was es sonst noch so gibt und wo die Reise hingeht. Ja, da ist gerade noch eine Frage im Chat. Die Tina fragt noch zu Circle of Empires, ob es sich lohnt, eure Happy Hour abzuwarten oder ob sie es sofort bestellen kann. Da müsste ich jetzt mal in die Liste gucken, ob wir das bei den Happy Hours dabei haben. Sieht das blöd aus, wenn man im Video zur Seite guckt? Nein, das ist Ansonsten würde ich vollkommen jetzt in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung. vollkommen ja. Dann lass mich gerade mal die Liste durchgehen. Das ist live hier, insofern Das ist darf man das auch alles mal noch. machen. Und der Was? Marcel sagt, Galerist ist sein Liebling. Und, yo, so viel können wir auch schon mal announcen. Der Haider und ich, der sich auch gerade noch in den Chat eingewählt hat, wir haben das Galerist Let's Play gedreht, zu zweit. Ich möchte Yeah. nicht verraten, aber ich habe verloren. Aber auch Nein. tatsächlich. Und das fanden wir auch richtig geil. Es hat sich auch zu zweit genauso geil gespielt wie zu viert. Und da Ja. sagen wir aber noch ein bisschen was zu. Und Das. das habe ich aber leider vor der Messe nicht mehr geschnitten gekriegt. Das war dann doch alles zu knapp. Wird aber wahrscheinlich spätestens in der ersten Novemberwoche online gehen, das Video. War ein Highlight. Hat Bock gemacht, wirklich. Schön, So. das freut mich. Da freuen wir uns drauf. Und es gibt ja hoffentlich auch noch ein Streamerleben nach der Messe. Ja, Da hoffentlich. muss ja dann auch wieder Programm sein. Zur Happy Hour, ja, wir haben es dabei. Das Konzept der Happy Hour ist ja nicht vorher zu verraten, welches Spiel gerade da billiger wird, sondern erst kurz davor. Aber es ist auf jeden Fall noch dabei bis Sonntagabend irgendwann. Also könnte man da noch warten, wenn man wollte. Okay, dann weißt du Bescheid, Tina. Kannst auf jeden Fall noch warten, wird auf jeden Fall dabei sein. Aber ich glaube, also wie gesagt, ich vertraue ja auch immer auf Chris seine Einschätzung. Der hat mich bis jetzt noch nie enttäuscht. Deswegen, ich habe das schon mal im anderen Chat gesagt, bei Chris und mir ist das immer so, wenn ich ein Spiel gut finde, dann weiß ich eigentlich, dass er es gut findet. Und dann frage ich ihn eigentlich immer nur, wie er es findet, weil ich die Bestätigung will, dass ich es mir kaufen soll. Und dann habe ich Chris gerade gesagt, und Chris, aber Star of Empire findest du gut? Er so, ah, super Ding, wirklich, richtig super Ding. Ich sage, ja, mehr wollte ich gar nicht hören. Ja, wir zahlen ihm heimlich ein bisschen was dafür, damit er da. Nein, Ja. machen wir nicht. War fake. Na, alles gut. Alles gut. Der Daniel fragt gerade, wann immer Happy Hour ist bei euch?
Ganz verschieden. Der Thomas hatte ein buntes Potpourri an Aktionen zusammengezimmert und wir haben keine festen Stunden für die Happy Hour, aber wir haben die Termine alle auf unserer Seite, auf der Spiel-Digital-Seite. Wie gesagt, bei der Happy Hour steht nicht dabei, welches Spiel es jeweils ist, aber es steht da, wann die Happy Hours sind und einfach kurz reingucken. Das wird dann kurz vorher, seht es dann, welches Spiel das ist. Und wenn es euch dann nicht reizt, dann könnt ihr gerne weiterziehen oder ihr bleibt bei uns. Was habt ihr denn jetzt allgemein noch so geplant? Was können die Leute denn bei euch auf dem virtuellen Messestand so erleben, außer jetzt sich Spiele kaufen, was natürlich das Wichtigste ist? Ja, wir haben, wie gesagt, einen durchgehenden Livestream, aber der ist auch mit völlig wechselndem Programm. Wir haben eben solche Interviews wie jetzt. Wir haben Konserven, also irgendwelche Reviews. Wir haben Live-Spiele mit den Autoren, ganz vielen. Da will ich jetzt gerade mal ein bisschen Werbung machen für. Wir haben heute Abend um 17:30 Uhr den Vita Lacerda auf Tabletopia. Da ist auch, glaube ich, noch ein Platz frei, wer möchte. Der spielt mit euch Kanban, erklärt das auch erst. Und wer den schon mal erlebt hat, der Mann brennt für seine Spiele. Das ist faszinierend, dem zuzuhören, zuzuschauen, sofern das geht. Was aber viel wichtiger ist, wir haben ganz, ganz viele Spiele auf Tabletopia, auf unseren Spieltischen, also entweder über unsere Spieltische oder auch direkt auf Tabletopia könnt ihr spielen Insel der Katzen, ihr könnt spielen Sagani und Oracle, ihr könnt spielen Kaboom Universe und Kingdoms Candy Monster und ihr könnt spielen Kanban. All das ist wahrscheinlich sogar das Wichtigste auf dieser Messe, dass ihr selber spielen könnt, wenn schon nicht live, dann wenigstens in dieser digitalen Form. Wir haben da auch immer wieder Erklärtische, nicht immer, aber wenn nicht, dann sind da auch immer Regeln und Erklärvideos verlinkt. Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste, was wir anbieten. Ja, mit Vitalas Herr, das ist eine ganz traurige Geschichte. Der Jochen hatte mich ja gefragt, ob ich irgendwie Zeit habe, aber ihr habt mich im Prinzip 24 Stunden zu spät gefragt. Ich habe wirklich irgendwie Mittwoch und Nachmittag, habe ich irgendwann musste ich meine Termine festlegen und dann habe ich halt den Timetable bekannt gegeben und es war halt so, dass wirklich gestern, ich glaube, 3 Stunden bevor Jochen mich gefragt hat, habe ich halt von Cosmos eine E-Mail bekommen. Und jetzt ist halt so, dass der Wolfgang Lüttke halt sich extra den Termin freigeschaufelt hat jetzt, weil ursprünglich war es so, dass ich das Klar. alleine mache. Dann hätte ich einfach gesagt: Ey, Jungs, hat sich was verschoben, ich mache das um 19 Uhr. Aber jetzt kann ich dem nicht einfach absagen. Ne? Das ist echt schade. Ich habe jetzt auch gerade dem Jochen gesagt: So, ey, weil er hat gefragt, ob ich 18 Uhr schaffe. Ich sage: Ey, um 18 Uhr geht's los. Ne? Also, wenn, dann könnte ich Alles vielleicht gut, 19 Uhr alles gut. schaffen. Das ist so schade, weil ich bin so ein Lacerda-Fan und jetzt bin ich so innerlich Ja, ich hin und weiß. her gerissen. Du kannst dich ja draufschalten irgendwann, kannst ein bisschen zugucken oder dann können wir dir auch mal das Mikrofon freischalten, wenn du Bock hast. Ansonsten kann man da bestimmt auch mal so irgendwie was organisieren. Der Vitaler ist da so zugänglich und wie gesagt, der brennt für seine Spiele und der freut sich total, wenn er das jemandem nahebringen oder erklären kann oder sich mit jemandem austauschen kann. Das geht auf jeden Aber Fall. das wäre jetzt noch meine Frage gewesen, ob man da echt mal was organisieren kann. Ob du mal vielleicht da mit ihm mal quatscht und dann können wir gerne auch mal nach der Messe oder so mal was planen, dass wir das mal machen. Hätte ich mal richtig Bock drauf, den mal kennenzulernen, mit dem mal ein bisschen zu quatschen und vor allem gegen ihn zu spielen. Also. Ja, also ich kann dir natürlich nichts versprechen, das muss er natürlich entscheiden, aber ich frage ihn gerne. Und wie Cool. gesagt, erfahrungsgemäß ist er da sehr zugänglich. Das können Ja. wir dann mal gerne klären. Sehr schön. Das wäre auf jeden Fall eine. Sagst du, würde jemandem damit einen Herzenswunsch erfüllen, einmal mit ihm zu spielen, Dann macht das bestimmt. wenn es physisch schon nicht möglich ist. Jo, Uwe, dann glaube ich, haben wir es geschafft. War auf jeden Fall eine super, also für mich auch super interessante, knappe Stunde. Ich finde es mal total spannend, weil auch irgendwie so jeder Verlagsansprechpartner hat natürlich nochmal eine andere Sicht auf die Dinge. Jeder Mensch hat natürlich allgemein seine anderen Herangehensweisen. Deswegen finde ich es immer super spannend, dass ihr auch diese Einblicke geben könnt. Gerade weil Skellig ja auch noch ein etwas kleinerer Verlag, wie das heißt, bei euch laufen die Uhr nochmal ein bisschen anders als jetzt bei einem größeren Verlag. Und ich finde auf jeden Fall, ihr habt eine super coole Ausrichtung, ihr seid ein super sympathisches Team. Ich wünsche euch super viel Erfolg, dass die Spiele sich weiterhin gut verkaufen. Da mache ich mir bei euch aber, glaube ich, keine Sorgen. Ihr seid da echt gut aufgestellt. Und freue mich auf jeden Fall auf alles, was ihr noch bringt. Und hoffe, dass wir beide uns auch irgendwann mal live nochmal begegnen können, wenn die Zeiten es wieder zulassen. Und ja, der Marcel sagt auch toller Stream. Vielen Dank für die internen Einblicke. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort. Dann wünsche ich euch ganz viel Erfolg. Ich hoffe, dass ihr ganz, ganz viele volle Spieletische noch haben werdet. Und ja, in dem Sinne, danke, dass ihr alle eingeschaltet habt. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Und dann hoffentlich bis bald. Sehr gerne, vielen Dank. Bis dahin. Ciao. So.
Dann machen wir einmal hier kurz. Da habe ich euch. Zack. Zack. Zack.